In Waidhofen kann es manchmal ganz schön eng werden, wenn es um Radabstellplätze geht. Vor allem an Markttagen kann es holländische Dimension annehmen. Zudem wird Radfahren immer beliebter, braucht keinen Sprit und ist auch noch dazu gesund. Auch der Regionalmanager Becker steigt gerne auf seinen Drahtesel und sorgt sich gemeinsam mit Bundesrat Andreas Puhm auch um die Sicherheit im Verkehr. Hat eigentlich das Land Niederösterreich vor, zu tun, um die Sicherheit von Radfahrern zu gewährleisten? Zum einen natürlich, Radfahren in Niederösterreich erfreut sich immer höherer Beliebtheit, weil es ganz einfach eine schöne Fortbewegungsart ist, weil es zum Zweiten natürlich der Gesundheit dient und weil es natürlich auch vor allem Sport in der freien Natur ist. Ich glaube, wir sehen einen Trend, der nicht nur in Niederösterreich, sondern in ganz Österreich sich ableiten lässt, dass immer mehr zum Fahrrad greifen, vor allem dann, wenn es um Kurzstrecken geht. Wir haben aber auch in Niederösterreich eine Aktion gestartet, dass man bereits in Volksschulen den Radführerschein bewerben, dass wir dort natürlich sehr stark schauen, dass bereits die 10-Jährigen das Radfahren erlernen und vor allem auch die Sicherheit dabei besonders mitbekommen. Sie waren ja in Volksschulen. Was haben Sie da für Erfahrungen erfahren mit Volksschulkindern und Thema Radfahren? Ja, Schwerpunkt war natürlich die Helmpflicht und vor allem das Helmtragen. Wir haben hier den Niederösterreich-Helm kreiert, der natürlich Schutz bietet und vor allem auch das Blau-Gelb in seinen Farben widerspiegelt. Aber an erster Stelle steht natürlich gerade der Schutz beim Radfahren. Wir wissen, die Knautschzone ist sehr gering und daher ist es notwendig, gerade seinen Kopf zu schützen. Und der Helm ist das einzig gute Ding, das wirklich hier Sicherheit bietet. Wie schaut es aus mit dem Herrn Bundesrat? Setzt er sich auch auf den Drahtesel? Natürlich, das ist eine der wenigen Sportarten, die ich ausübe. Radfahren und natürlich nur mit Helm. Dieser Herr hier fährt gerade, um sich seinen Helm abzuholen. Denn auch er ist ein heller Kopf und möchte diesen natürlich auch schützen.